Eigentlich vielen, und zwar Schloss Einstein Schauspieler werden. Schauspieler bei Schloss Einstein. Wir haben Daniel und Ronja begleitet, die diesen Traum verfolgen. Heute sind sie auch hier. Schönen guten Tag. Hallo. Geht's euch gut? Ja. Alles schön, super. Und wir haben euch ja, wie gesagt, mit der Kamera begleitet. Ob es funktioniert hat, das verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Diejenigen, die Fortsetzung folgt, das Magazin gesehen haben, die wissen bereits Bescheid. Der Rest, der muss jetzt einfach schauen. Und jetzt eine Frage an euch. Wie war das eigentlich, die ganze Zeit so mit der Kamera begleitet zu werden? Eigentlich war es gut. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Manchmal war es auch ziemlich stressig an bestimmten Momenten. Okay. Hat man dann gesagt, nee. Aber es war gut. Am ersten Drehtag war es ziemlich stressig mit der Kamera dann. Einfach weil die ganze Zeit jemand dabei und so, ist schon komisch. Ne? Aber die Hauptsache ist natürlich, dass es Spaß gemacht hat. Und das hat es ja scheinbar. Und ich kann euch nur sagen, wir haben mit der Kamera sehr, sehr schöne Bilder einfangen können. Auch spaßige, auch rührende Momente. Und die seht ihr jetzt kompakt verpackt. 30 Minuten Dokumaterial. Viel Spaß dabei. Wenn bei Schloss Einstein ein Schuljahr zu Ende geht, heißt es von einigen Stars Abschied nehmen. Denn so mancher Schüler verlässt das Internat und somit die Serie für immer. Dagegen wird die 6. Klasse neu gefüllt. Und das bedeutet, neue Kinder erscheinen in der Serie. Sie werden die neuen Stars von Schloss Einstein. Doch bis das geschieht, müssen die zukünftigen Darsteller erst einmal gefunden werden. Und dafür fand ein großes Casting statt. Über 200 Jungen erschienen beim Casting. Sie stellten sich der Jury von Schloss Einstein vor und hofften, einer von 12 neuen Schauspielern zu werden. Ach, du bereust es wohl schon. Nee, aber ich finde es. Auch Daniel Wachowiak aus Potsdam zeigte sein Können. Wie die anderen Kinder spielte auch er eine Szene vor. Kein Aber. Ich habe dir schon dreimal gesagt, da musst du Sebastian auch verlassen. Und natürlich kamen auch Mädchen zum Casting. Über 200 waren es, die auf eine Traumrolle bei Schloss Einstein hofften. Du hast mir den Schlüssel doch freiwillig gegeben. Und du hast mir versprochen, niemals in mein Tagebuch zu schauen. Onja Prinz aus Potsdam war eine von ihnen. Auch sie stellt ihr Talent unter Beweis. Was? Gib mir den Schlüssel für mein Tagebuch. Ist das dein Ernst? Gib mir den Schlüssel wieder. Hier, stell dir doch deinen blöden Schlüssel sonst wo hin. Und seitdem warten, wie alle anderen Kinder auch, der 12-jährige Daniel und die gleichaltrige Ronja auf einen Brief, in dem steht, ob sie die neuen Kinder werden, die bei Schloss Einstein mitspielen dürfen. Tage und Wochen ziehen ins Land, aber noch keine Antwort von Schloss Einstein. Kann sich die Jury bei so vielen tollen Kindern etwa nicht entscheiden? Ronja und Daniel werden langsam ungeduldig. Daniel hat viele Hobbys. Sollte Schloss Einstein ihn nicht nehmen, weiß er sich auch anders zu beschäftigen. Computerspiele gehören zu Daniels Lieblingsbeschäftigung. Doch seine größte Leidenschaft gilt dem Film. Daniel geht oft ins Kino. Er träumt davon, Schauspieler zu werden. Und es gibt eine Menge Stars, die er sehr bewundert. Ja gut, es war ein bisschen alt, aber der Harrison Ford ist nicht schlecht. Dann Pierce Brosnan, Bruce Willis. Und dann gibt es noch ganz viele. Eigentlich in Amerika sind alle fast gut. In Deutschland gibt es natürlich auch gute Schauspieler, aber nur nicht so eine Überzahl wie in Amerika. Daniel kann auch seine besten Freunde Edward und Tobias für die Filmerei begeistern. Und zwar so, dass sie selbst kleine Filme drehen. Die Geschichten denken sie sich aus. Heute erfinden sie einen Krimi. Und Schauspieler, Regisseur und Kameramann ist jeder mal. Je nachdem, wie es passt. Auch Ronja hat noch keine Nachricht vom Casting von Schloss Einstein. Doch das Warten fällt ihr nicht schwer. Wenn Ronja nicht gerade mit ihren Freundinnen zusammen ist, kümmert sie sich um ihre Katzen Lenz und Binoche. Ja, Binoche, Ronja geht in die 6. Klasse. Ihre Schule hat schon so manches Theaterstück auf die Beine gestellt und Ronja konnte da erste Erfahrungen sammeln.
Ich war beim Theater früher, in der Schule habe ich mal mitgemacht. Und da bin ich auch öfter irgendwo gewesen, dann beim Auftritt oder so. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht kann man es ja mal probieren. Also, aber ich habe jetzt, sag jetzt nicht, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Vielleicht ist es ja gerade gut, dass die Rolle anders ist, weil man da dann denkt, also merkt, wie es ist, anders zu sein und so. Und da kann man ja auch was lernen dabei, glaube ich. Ronjas größtes Hobby ist die Malerei. Seit ihrem 6. Lebensjahr besucht sie Malkurse. Dafür geht sie einmal in der Woche in die Kunstschule. Hier lernt sie professionell malen und zeichnen. Ob Schauspiel oder Malerei, für Ronja ist beides die beste Möglichkeit, Stimmungen auszudrücken. Ich glaube, ich male eigentlich in jeder Stimmung, weil das Malen, das macht einem ja Spaß und dann kriegt man ja gleich wieder gute Laune eigentlich. Und ich male jetzt nicht, wenn ich traurig bin, das wäre ja nicht so gut. Bei der Schauspielerei muss man sich ja auch ausdrücken können, wenn man jetzt seine Gefühle in einer Szene zum Beispiel traurig machen muss, dann darf man ja nicht lachen oder so. Und genauso ist es in der Malerei, wenn du ein trauriges Bild malst, kannst du jetzt nicht eine glückliche Sonne zum Beispiel hinmalen. Und deshalb ist, denke ich, schon von der so Sache ist es ähnlich, nur eben, dass man Schauspiel hat und dass man malt. Seit dem Casting bei Schloss Einstein bedeutet der Gang zum Briefkasten für Ronja und Daniel täglich Hoffen und Bangen und immer wieder kein Ergebnis. Oder doch? Ist das endlich die erhoffte Entscheidung? Eigentlich haben sie sich noch nicht entschieden, also jedenfalls steht keine Nachricht drin, was jetzt, ob ich nur angenommen bin oder nicht. Es steht nur drin, dass ich jetzt nochmals da erscheinen soll und diesmal aber meine Eltern mitbringen soll. Irgendwas wollen die mit mir überreden und ich soll meine Eltern mitbringen, aber steht gar nichts drin. Bist du ein bisschen sauer? Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ein bisschen sauer macht es mir schon, weil ich schon seit 3 Monaten warte und jetzt dachte ich, ist eine klare, feste Entscheidung. Nein, wieder bloß so ein Brief, der einfach mal dahin gekritzelt wurde. Wenn ich jetzt noch mal hin muss und dann noch mal irgendwas machen und noch mal warten, noch mal, also naja. Meiner Freundin haben sie auch gleich die Entscheidung geschrieben, also deshalb. Es kann ein gutes Gespräch werden, aber auch ein negatives Gespräch. Aber ich hoffe, dass es kein negatives Gespräch wird. Und ich möchte jetzt endlich mal Klarheit haben. Eine Woche später fahren Ronja und ihre Mutter zum Gespräch. Auch Daniel und seine Eltern machen sich auf den Weg. Vor dem Konferenzraum des Gebäudes, in dem Schloss Einstein produziert wird, warten Ronja und ihre Mutter ungeduldig. Daniel hat seine Eltern und Freund Tobias mit seiner Aufgeregtheit schon angesteckt. Ronja und ihre Mutter werden als Erste in den Konferenzraum gebeten. Der Herstellungsleiter und seine Assistentin heißen sie willkommen. Ihre Mienen aber verraten nichts. Wenn du eine Hauptrolle hier bei uns bekommen würdest, dass du 3 bis 4 Tage manchmal, also ich sag mal 3-mal in der Woche auch bei uns bist, was wirklich von dir sozusagen hier dann erwartet wird. Die Spannung steigt. Noch immer kann sich Ronja nicht erklären, warum sie hergebeten wurde. Der Herstellungsleiter warnt lediglich, wie hart es ist, Schule, Hobbys und Dreharbeiten unter einen Hut zu bekommen, wenn man Darsteller bei Schloss Einstein werden möchte. Plötzlich aber fällt die Entscheidung. Okay, also dann kann ich dir mitteilen, dass wir uns entschieden haben, dass du eine absolute Hauptrolle hier bei uns bei der Serie Schloss Einstein bekommst. Und du bist also thank you.
Die ist total toll. Ich freue mich total irgendwie. Hast du damit gerechnet? Na, eigentlich habe ich nicht damit gerechnet irgendwie, weil du ja gestern auch so komisch gesagt hast. Aber naja. Was sagen Sie zu Ihrer Tochter? Ich finde es total, also selbst völlig erschossen von dem Erlebnis. Es ist ganz toll, wirklich. Und was haben Sie jetzt für Gefühle? Also eigentlich so zwischen Stolz und so einer Überraschung. Aber ich glaube, der Stolz ist doch schon ziemlich groß. Und ich würde es jetzt wirklich gern teilen, also irgendjemandem jetzt erzählen, dass wir aus diesem kleinen Glück da so ein einfach wirklich, also ich bin happy. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Aber was geschieht mit Daniel? Schließlich werden nur 12 Kinder genommen. Dass Daniel ein weiterer Auserwählter sein könnte, ist fraglich, denn es gab mehr als 400 andere gute Bewerber. Und 2 Zusagen an einem Tag? Das passiert in der Regel nur selten. Abgeholt von Produktionsfahrern, werden hierher gebracht, haben wir, wenn es geht, zu erfüllen. Da kommt es nämlich so dann manchmal. Ja. Der Herstellungsleiter ist nicht zu durchschauen. Sein Lachen bedeutet alles und nichts. Schließlich rückt er auch bei Daniel mit der Entscheidung heraus. Dann kann ich dir jetzt offiziell mitteilen, dass du also eine absolute Hauptrolle bei Schloss Einstein bekommst? Ehrlich? So schnell? Ja. Glaube ich nicht. Ganz klar. Ich nicht gedacht, dass ich gewonnen habe oder dass ich es geschafft habe, sagen wir es so. Und wie fühlst du dich jetzt? Meinst du, die haben den richtigen ausgesucht? Ach, na, ich glaube schon, die haben die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt ist jetzt natürlich nicht so, dass ich unbedingt da sein hätte können müssen oder so. Also es hätte sein können, dass ich nicht genommen wäre. Na, auf eine Art sind wir eben überglücklich, muss man ganz ehrlich sagen, weil es schön ist, dass das so schön geklappt hat so und er ja auch darauf so ein bisschen gehofft hat und wir ihm jetzt im Prinzip eine Enttäuschung ersparen können. Seine Freude über den Erfolg teilt Daniel mit seinen Freunden Edward und Tobias. Die Tatsache, dass Daniel im Fernsehen zu sehen sein wird, macht sie stolz. Trotzdem kommen erste Bedenken auf. Was könnte sich in Zukunft verändern? Und wären sie auch gern an seiner Stelle? Neidisch ist man schon, aber man gönnt es ihm trotzdem. Ich bin nicht so für Filme, also mich interessiert das nicht so doll. Naja, mich auch nicht. Deswegen zum Beispiel auch keine Neid verspürt oder so, weil mich eigentlich das auch mit dem Film nicht so richtig interessiert. Ich hoffe es mal nicht, dass er dann arrogant wird oder so. Ich denke mal schon, dass er auf dem Teppich bleibt. Ich sage mal, dass Daniel dann eben noch trotzdem mit uns mal zusammen sein wird. Na, und wenn es dann eben nicht immer ist, dann eben auch nur einmal. Ronjas Clique ist begeistert. Ronja als zukünftiger Schloss Einstein-Star? Das erfüllt auch sie mit Stolz. Die beiden Marias und Linda sind sich einig. Ronja wird so bleiben, wie sie ist. Die einzige Gefahr für die Freundschaft? Ronja wird nach den Ferien auf eine andere Schule als ihre Freundinnen gehen. Ich schätze auch nicht, dass sie sich irgendwie groß verändern wird. Vielleicht, dass sie vielleicht ziemlich gestresst ist, aber... Ja, dann wird sie bloß noch weniger Zeit haben. Obwohl ich eigentlich finde, so mit dem Stress, Ronja aber kann so eigentlich ganz gut so Stress aufnehmen, weil sie ist so ein lässiger Typ und deswegen, aber ich finde schon. Also ich denke, wir werden immer noch im Kontakt bleiben, also so ist es bei mir zumindest, dass wir, ich denke mal, wir werden uns dann auch ziemlich oft treffen. Ich meine, wir kommen ja vielleicht in eine Klasse, aber ich meine, wir werden bestimmt alle im Kontakt bleiben, das weiß ich eigentlich schon. Doch was passiert wirklich nach den Ferien? Wird Ronja neben Dreharbeiten, Kunstschule und Schulaufgaben noch genügend Zeit für ihre alten Freunde finden? Die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen. In der Zwischenzeit müssen sich die beiden um ärztliche Atteste und Bescheinigungen von der Schule kümmern. Denn das Jugendamt und die Macher von Schloss Einstein wollen wissen, ob Daniel und Ronja gesund sind und gute Zensuren haben. Und weil bei Ronja und Daniel alles in Ordnung ist, werden die ersten Drehbücher verschickt. Ronja verschlingt sie auf der Stelle. Ihre zukünftige Schloss-Einstein-Rolle ist nicht leicht. Sie soll ein chaotisches Mädchen spielen.
Eigentlich bin ich ziemlich ordentlich, aber das ist trotzdem auch gerade gut, finde ich. Weil man kann dann genau das andere noch mal erleben, wie es denn eigentlich so ist, wenn man chaotisch ist und so. Wird sie es schaffen, in eine Rolle zu schlüpfen, die so anders ist als sie selbst? Wenn alles so wäre, wie man wirklich ist, dann wäre es ja nicht besonders schauspielerisch. Und gerade deshalb muss man sich ja in eine andere Rolle hineinversetzen, wegen der Schauspielerei. Deshalb denke ich, da gibt es keine großen Probleme. Auch Daniel hat sich längst in die Geschichten vertieft. Er soll einen ruhigen, ausgeglichenen Jungen spielen, der andere Kinder besänftigt. Das wird eine anspruchsvolle Rolle. Das Schlimmste ist, die Massen an Text zu lernen. Daniels Mutter hilft ihm dabei. Aber das ist nicht das einzig Schwierige. Welche Betonung ist die beste? Dafür will ich aber eine richtig geile Leuchtfarbe. Dafür will ich aber eine richtig geile Leuchtfarbe. Dafür will ich aber eine richtig geile Leuchtfarbe. Daniel ist nervös, denn Katastrophen können immer passieren. Ja, manchmal mit dem Text vielleicht, wenn man ihn nicht ganz sicher lernt, dann blamiert man sich dann. Was kann man dagegen tun? Na, eben lernen und nicht so einfach die letzte Minute den Satz mal schnell angucken. Und dann hast du ihn eben nicht im Kopf drin und deswegen immer schon vorher lernen. Hilfe, wie sieht's denn hier aus? Hilfe, wie sieht's denn hier aus? Hilfe, wie sieht's denn hier aus? Naja, auf Kommando rumzumeckern und so ist manchmal nicht so leicht, aber eigentlich ist es mir nicht so schwer gefallen. Stellst du dir dann eine Situation vor, in der du wütend bist, oder wie meisterst du das dann? Ja, den Tipp hat mir nämlich meine Mutter gegeben, dass ich mir dann irgendwas vorstellen sollte. Schließlich ist der große Moment gekommen. Daniel wird zu seinem ersten Drehtag gebeten. Wird alles gut klappen? Wird er sich auch wirklich nicht blamieren? Bist du eigentlich schon aufgeregt, was dich gleich erwartet? Ja, ein bisschen schon. Man möchte ja mal sehen, wie das da so abgeht und wie die Räume aussehen oder die Requisiten. Zwei Tage später ist auch Ronja gespannt. Ein Fahrer soll sie abholen und zum Drehort bringen. Natürlich wartet auch Daniel auf seinen Chauffeur. Das ist eine neue Welt, die die beiden mit Schloss Einstein erwartet. Macht Ihnen das nicht ein wenig Angst? Ein bisschen neugierig bin ich. Und so, aber sonst nicht. Also nicht jetzt irgendwie, dass ich jetzt sage, ah, Hilfe! Aber eigentlich bin ich nur ein bisschen neugierig und freue mich auf das, was jetzt kommt. Ronjas Fahrer ist da. Nun wird es ernst. Was könnte schlimmstenfalls schiefgehen? Ja, dass ich irgendwie meinen Text vergesse oder zu aufgeregt bin oder keine Ahnung, mal sehen. Aber eigentlich denke ich nicht, dass irgendwas Schlimmes jetzt passieren wird. Daniel wird abgeholt. Seine Eltern fiebern mit ihm. Wie wird sein erster Drehtag ausgehen? Bei Schloss Einstein angekommen, geht es zunächst in die Kostümabteilung. Daniel muss T-Shirts anprobieren, die zu seiner Rolle passen. Ronja sitzt zum ersten Mal in ihrem Leben in der Maske. Die Maskenbildnerin verwandelt die im wirklichen Leben ordentliche Ronja in eine Chaoskönigin. Papa, einmal. Kurz vor der Probe heißt es, Rolle und Text noch mal durchgehen. Martin ist Pädagoge und gibt den neuen Schauspielern Tipps für ihre Rolle. Das ist doch das reinste Chaos. Keine Angst, wir haben alles nach dem Alphabet geordnet. Genau. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten bis zum Start. Die Nervosität steigt. An Ronjas erstem Drehtag ist eine Regisseurin am Set. Sie zeigt den Kindern die Kulisse. Der Raum ist voller Technik und so viele Leute hätte Ronja auch nicht erwartet. Ronja spielt zum ersten Mal in ihrem Schloss Einstein-Zimmer. Ihre Ecke ist furchtbar chaotisch. So würde es bei ihr zu Hause niemals aussehen. Die Regisseurin erklärt, wie genau gespielt werden soll. Daniel lernt am Set Anna kennen. Sie kannte er bisher nur aus dem Fernsehen. Die Kameraleute gehen ihre Positionen durch. In der Zeit probt der Regisseur mit Daniel die Rolle.
Spinnst du? Wer war denn das? Ich. Ja, ich. Ronja ist bei den Dreharbeiten konzentriert. Der erste Teil lief schon recht gut. Gut, ich komme noch mal kurz. Kleine Korrektur. Zieh ihn rüber. Auch Daniel blamiert sich an seinem ersten Drehtag nicht. Im Gegenteil. Dafür will ich aber eine richtig geile Leuchtfarbe. Mal sehen, was ich machen lässt. Also eigentlich war ich ganz zufrieden. Ich habe nicht so oft meinen Text vergessen. Manchmal wusste ich, yeah, was ist denn los? Und manchmal habe ich es mich auch ein bisschen versprochen, aber eigentlich war es voll in Ordnung. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt nach Hause? Auch nur mit einem guten, weil ich es eigentlich doch ganz gut gemacht habe hier, denke ich. Weiß ich ja nicht. Ja, und dass ich es überhaupt geschafft habe, hier mal dabei zu sein. Am Ende eines jeden Drehtags warten die Fahrer darauf, die Darsteller von Schloss Einstein nach Hause zu bringen. Ronja und Daniel können auf jeden Fall stolz auf sich sein. Schließlich schafft es nicht jeder, bei Schloss Einstein mitzumachen. Das muss gefeiert werden. Und es gibt ja eine Menge zu erzählen. Das erste Mal in der Maske, Aufregung beim Dreh, Fernsehstars kennengelernt. Ein Tag, der wirklich einen krönenden Abschluss verdient hat. Mittlerweile sind Wochen vergangen. Ronja ist inzwischen auf dem Gymnasium. In ihrer Klasse hat sie neue Freundinnen gefunden. Lotte und Paula. Das Besondere an Paula? Auch sie spielt bei Schloss Einstein mit. In der Serie ist sie die Emily. Die alten Freundinnen sieht Ronja nur noch selten. Also es heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr mit denen befreundet bin. Das bin ich ja immer noch. Und also Linda sehe ich ja auch noch beim Dreh, weil sie ist Komparsin. Und mit Maria telefoniere ich und wir schreiben uns auch Briefe manchmal. Mit Paula kann Ronja über Schloss Einstein sprechen. Es ist eben gut, man kann sich mit ihr unterhalten und sie hat vielleicht auch die gleichen Probleme. Manchmal beim Drehen und so. Und ich kann ja auch von ihr lernen, weil sie ist ja schon länger bei Schloss Einstein. Und sie kann mehr Tipps geben und so. Es ist schön, weil man die Erlebnisse austauschen kann, weil man einfach weiß, über wen man spricht, weil man kennt ja alle da. Und es ist auch schön zu sehen, weil Ronja ist es genauso wie bei mir. Also hat genau die gleichen Erlebnisse gehabt wie am Anfang bei mir und so. Das ist schön. Aber natürlich sprechen die beiden nicht nur über Schloss Einstein. Dafür sorgt Lotte. Denn sie spielt nicht in der Serie mit und bringt Ronja und Paula hin und wieder auf andere Gedanken. Daniel hat seit dem Schulwechsel und seit Schloss Einstein immer noch die alten Freunde. Tobias und er sehen sich häufiger, denn sie besuchen ein und dieselbe Schule, sind in die gleiche Klasse gekommen. Nur Edward geht auf ein ganz anderes Gymnasium. Deshalb sieht er die beiden nicht ganz so oft. Ja, das ist besser so. Am Wochenende wird bei Schloss Einstein nicht gedreht. Zeit für die Familie. Daniels Eltern finden es toll, dass Daniel immer noch so gut in der Schule ist, obwohl die Dreharbeiten so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ein bisschen stolz bin ich schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht gepackt in dem Alter. Also mir wäre es zu viel gewesen, so außerschulisch. Habe ich eigentlich noch nicht festgestellt, dass er da irgendwie abhebt. Eigentlich bleibt er relativ normal. Und ich hoffe, dass es ihm, wie gesagt, so bleibt. Edward, Tobias und Daniel drehen keine Filme mehr. Seitdem Daniel bei Schloss Einstein ist, hat Daniel keine Zeit mehr dafür. Spaß wie früher haben sie aber trotzdem noch. So viel hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Wir sehen uns eben in der Schule noch. Also es ist nicht so schlimm wie bei Edward, dass wir uns eben überhaupt nicht mehr sehen. Man sieht sich zwar nicht oft, aber kennen und man macht schon mal was miteinander, auch mal Unfug. Und wenn es dann eben nur selten ist, dann ist es eben nur selten. Jeder von uns ist auf einem Gymnasium und da muss man auch ganz schön gut sein. Man darf da nicht so einfach abfallen mit den Leistungen. Und da geht die Schule eben vor. Auch vor Freundschaft? Naja, gut. Also ich würde sagen, es bleibt beides. Schule und Freundschaft gehört zusammen. Auch für Ronja ist Zeit ein kostbares Gut geworden. So gemütlich sitzen ihre Eltern und sie nur noch selten zusammen. Schule, Freunde und Dreharbeiten nehmen sie sehr in Anspruch. Für mich persönlich vermisse ich sie manchmal. Wir haben halt auch viel Zeit miteinander verbracht. Und ich gehe ganz gerne noch mit ihr spazieren, weil wir da immer viel reden können. Und das ging halt einfach
ein bisschen zu kurz. Also ich habe so den nervenden Vater dann eher spielen müssen. Und die also Zeit für positive Sachen, für schöne Sachen, so Unterhaltung, Spaziergänge, so mit Alva auch, die war nicht, zumindest nicht in dieser Woche. Und, ja, das hat sehr nachgelassen. Und da hoffe ich auch, dass das wieder mehr Zeit ist. Auch die Kunstschule musste Ronja schon mal ausfallen lassen, weil Dreharbeiten dazwischen kamen. Und trotzdem, die Malerei ist ihr viel zu wichtig. Die würde sie niemals aufgeben. Die Schauspielerei allerdings auch nicht. Auch wenn ich nicht so viel Zeit habe am Anfang, denke ich, ist es ziemlich was Spannendes und was Interessantes, was ich jetzt da kennenlernen werde. Am Anfang wird es vielleicht noch ein bisschen stressig, aber vielleicht legt sich das ja, also ich hoffe es. Aber es ist schon ziemlich cool. An diesem Wochenende zeigt Daniel seinen Freunden, wo er dreht. Obwohl Schloss Einstein sein Leben auch verändert hat, ist er glücklich darüber, dass er dabei ist. Da gewöhnt man sich eben dran. Also ist jetzt nicht mehr der normale Ablauf, wie er früher mal war, ist jetzt ein neuer eben. Aber man gewöhnt sich schnell an Sachen. Und was denkst du? Möchtest du weiter Darsteller bei Schloss Einstein bleiben? Na, ich hoffe es. Also ich würde schon gern dabei bleiben. Ronja und Daniel haben es geschafft. Jetzt müssen sie viel dafür tun, um weiter dabei zu bleiben. Aber wenn es ihnen gelingt, haben sie die Chance, echte Schloss Einstein-Stars zu werden.